Ich find's gut, wenn er sich dabei irgendwie 25 Mal nochmal überlegt, ob er es wirklich machen will. Wenn dann irgendwie so hinfällt. Ja, okay, ich mach's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Ranch Simulator. Diesmal wieder mit dabei der Marco, Patrick und Jan. Und diesmal geht alles. Oder dreht sich alles um Holz. Danke, Fox, übrigens für diesen Ohrwurm. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Mhm. Ab geht's. Ich und mein Holz. Okay, wie Sleeping in Selva. Wollt ihr euch zu mir hinlegen hier? Wenn du so fragst, eigentlich nicht. Nee, das klingt ein bisschen merkwürdig gerade. Ich liege im Zelt. Ah, jetzt funktioniert das. Jetzt bleibt da ruhig. Ich schlaf draußen. Wir bleiben draußen. Ja. Okay. Hier ist auch ein schönes Haus, was hat ein Bett oben, da würde ich wohl alleine. Alleine? Ja. Oh Mann. Mach ja auch mal das Licht aus, dass hier nicht irgendwie einer auf Ideen kommt. So. Also, so. The highlight of Sink is preventing the damage. Ja, dann macht das doch Ding als erstes. Mal gucken, wenn da noch irgendwas dranhängt. Und wenn es Tapete ist oder eine Lampe oder irgendwas, dann müssen wir erst. So, jetzt geidert. Aber lass uns doch mal alle kurz schlafen und gucken, was passiert. So, guck mal hier, weg ist. Jetzt können wir das große Teil bauen. Okay. Also schlafen im Bett ist super unrealistisch. Echt? Wieso liegt er einfach nackt? Oder nicht nackt, ne? Er liegt nicht nackt und vor allem, er nutzt das Kopfkissen nicht. Ja. Was? Alter. Warum liegt hier Stroh? Gotteslästerung. Oh Gott, Marco, jetzt leg dich nochmal hier zu uns hier. Nee, oh Gott. Already taken. Geht nicht. Ja. Ach, weil Flo war noch nie so nahe. Hallo. Ja, dann guck mal, ob du oben bei Patrick schlafen kannst. Noch. Vorbei mit der Ruhe. Ich habe hier noch zwei Kopfkissen und einen Platz frei. Ich komme jetzt hoch. Okay, du hast die Fensterseite. Oh, warte mal jetzt. Jetzt lieber Minecraft. Okay, jetzt haben sie alle. Okay, bumm. Ich wollte dich eigentlich gerade noch. Schöne Nacht, muss ich sagen. Ja. Danke. So, jetzt lassen wir hier das Bahnding bauen, oder? Ja. Aber halt noch irgendwie, weißt du, es fehlt mir persönlich halt so ein bisschen jetzt der Ausblick auf uns irgendwie beispielsweise, keine Ahnung, man muss halt noch jetzt irgendwie Steine kaufen oder sowas, weißt du? First. Ja. Die dann halt jetzt irgendwie angeliefert werden, womit ich dann halt jetzt unter anderem das Haus halt einfach auch noch bauen muss, so. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß halt nicht, also sie wollen natürlich noch mehr im Nachgang nochmal reinpatchen. Also während der Early Access Phase. Okay. Also dass du halt auch nochmal Kühe und sowas halten kannst und Also was mir natürlich auch noch fehlt, ist halt eben die Frage, was kannst du im Multiplayer halt, also wenn ich jetzt den Rasen mähe. Ich mach schon. Ich würde das Ding doch bauen. Kann man hier auch so richtig Felder bestellen und so? Ich glaube noch nicht. Okay. Also das wäre. Also hauen wir jetzt unseren Bahn hin, ja? Ja. Naja, wobei, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich finde ja den Grundansatz so, finde ich ja halt echt nicht verkehrt. Ja. Na, also so die Grundidee. Ich meine, der Spielspaß ist ja so grundsätzlich vorhanden. Also ich meine, es ist ja nur nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie drin sind und sagen, ach du Scheiße, was ist das? Noch nicht. So, jetzt gucken wir, jetzt muss es gehen. Oh ja. Ja. Ja, das ist halt, du baust halt deine Ranch ja von null auf an wieder auf. Das ist ja so der Grundgedanke bei dem Ganzen. Dass du halt das Ding halt eben erbst und dann halt eben im Multiplayer mit anderen Leuten zusammen das Ding aufbaust. Ja, gut, ich meine, weißt du, alle von denen benutzen halt irgendwie mittlerweile solche fertigen Assets oder sowas oder Texturen und ähnliches. Und, bauen halt ihre Engines noch nicht mehr selber, sondern auch eher dann halt irgendwie was Fertiges. Das ist jetzt der Unreal Engine jetzt. Ja, genau. Siehst du, also das ist halt auch, weiß ich nicht, also ich finde, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja. Und, aber das, ich meine, gut, das vergessen sowieso die Masse von Menschen irgendwie scheinbar. Weil, weiß ich nicht, ich sehe hier drin auf jeden Fall halt irgendwie doch ein Game, was einfach Potenzial hat. Springen. Was einfach noch mal ein bisschen mehr Feinheit einfach braucht, ne? Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, man darf halt auch nicht vergessen, okay, über wie viele Entwickler sprechen wir hier?
Das ist, glaube ich, fast einer, der es alleine entwickelt, gefühlt, ne? Ja, also siehst du, und ich meine, was, wie viel Zeit investiert er? Verdammt! Der, ich weiß gar nicht, wie viel, also... Und du brauchst halt ja trotzdem halt, auch selbst wenn du alles clicky-bunti über den Unreal Engine Editor machst, brauchst halt trotzdem halt unfassbar viel Zeit, um diese ganzen Conditions halt einfach durchzugehen. Und dementsprechend weiß ich nicht. Also ich finde, es ist halt ein gutes Fundament, aber okay. Klar, es fehlt für die User da draußen, fehlt auf jeden Fall noch so diese Zwischenschritte einfach, ne? Ja. So die Herausforderungen, die fehlen halt einfach, weil mit Holz allein was zusammenzubauen, okay, alles klar. Also wir haben ja gesehen, ne, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12 oder keine Ahnung, wie viele Stämme jetzt irgendwie da hat, 30 Stämme hingefahren, einmal durch die Kreissäge gejagt und haben hier daraufhin erstmal irgendwie 2 Häuser gebaut. Ja, ja. Normal. Ja. So. Aber hier, guck mal, hier gibt es zum Beispiel dann, hier kannst du dann halt, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Du, und für alles andere brauchst du halt wieder Geld nachher, ne? Du kannst jetzt hier jetzt eine Windmühle und eine, ich glaube, es hier, wie heißt das, Granary ist, oder? Granary ist doch hier, ist das nicht, Körnermühle? Also, Kann sein, ja. Meines. Mhm. Und Geld kriegen wir jetzt hier wie? Genau, Geld kriegen wir, indem wir uns die, unsere beiden Hühner hier. Die machen ja, die geben ja Eier, dann müssen wir die Eier verkaufen. Oh, ja. Wir? Also, oha, zwei Hühner. Genau. Das sind ja teure Eier. So, müssen wir ein bisschen unter Koks setzen oder was? Warte mal, ich muss mal den Korb holen hier. Oder die müssen mal zusehen, dass sie sich vermehren. Hä, aber wie kann ich denn den... Ach, mit E, put in. Ah. So, ja, damit die sich... Eier haben, dann haben wir den ganzen Korb voller Küken. Damit die sich vermehren, brauchen wir aber einen Gockel. Ja, und der kostet... Und der kostet 250. Ja. Also vielleicht hätten wir die Scheune nicht bauen sollen oder den Anbau daneben oder... Ja. Wir gehen jetzt jagen und verkaufen das Fleisch, haben wir vorhin auch gemacht. Oder wir können vielleicht hier diese Holzdinger halt wieder irgendwie verkaufen oder keine Ahnung was. Können wir die verkaufen? Was verkaufen können wir ausprobieren, das weiß ich gar nicht. Also, warte mal. Stopp, wir können doch die Bretter verkaufen, die wir gemacht haben. Ja, natürlich. Habe ich doch in meinem Artikel geschrieben, ganz großkotzig. Boah, und das hast du vergessen. Steigt ein. Paul, hier, klar. Ja. Let's go. Dann gucken wir, wo wir hinfahren müssen hier. Ihr wackelt ein bisschen da hinten. Ja. Oh, warte mal. Auf der Karte gibt es. Fahren wir zum Hardware Store, oder? Kann mir jemand den Weg weisen zum Hardware Store? Ja, wäre gut, wenn du auf die Straße guckst. Okay, mach ich. Zum Hardware Store? Eine Grafikkarte neu kaufen, oder? Achso, da unten. Rechts rum, bitte. Ja, ich biege rechts, aber okay. Jetzt kommen wir vor, als wenn wir gerade zum Heist fahren irgendwie. Kannst du mal eine Markierung sehen irgendwie? Nee, leider nicht. Ah, schade. Also für mich hat das gerade irgendwie was von PUBG Mobile. Stimmt. Ja. Ja. Oh, was ist das denn hier? Bitte auf der Straße bleiben. Achso, ja. Ja. Wirklich, ey. Gibt kein Trinkgeld. Ich realistische Motorgeräusche auch. Ja, soll ich mal Radio machen hier, warte. V8 fahren irgendwie links rum. Ja. Es hat bestimmt was irgendwie, so eine Wasserschüssel, in die man so reingeblubbert hat. Und dann halt einfach ein bisschen hochziehen, den Pitch-Regler. Irgendwie willst du sparen. So. Und das ist gut. Ja, die Sounds machen wir selber. Oh, in der nächsten Kreuzung, bitte rechts, da ist schon der Hardware-Store. Oha. Ja. Ach, warte mal, ist ja keine Kreuzung hier. Aha, ist abgetrunken. Toolshop. Ah, ja. Hä? Und können wir jetzt hier, warte mal, können wir jetzt hier irgendwie. Ist hier jemand? Hier war ein Haufen an Vehicles. Hey, nicht. Hui. 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 Hier ist gar keiner. Der ist zu. Nee, wir sind ja schon drinnen. Also, wie kann er. Ja, deswegen ist er zu. Holt, bitte, an die Seite. Jetzt sieht. Ich glaube, hier müssen wir. Ich glaube, das aufbauen. Ich glaube, hier müssen wir nicht hin. Ich glaube, dann fahren wir einmal zum General Store gleich, ne? Möchtest du fahren, Patrick? Klar. Okay, dann leite ich dir den Weg gleich. Nein, Marco, mach dich nicht so dick. Ich bin dick. So, jetzt. Kann man neue Klamotten kaufen, die sehen alle so gleich aus. Ich bin der Einzige, der blaue Haare hat. Ja, Default. Ich wollte schon schreiben, der Charakter-Editor ist umfangreicher als Cyberpunk, als der in Cyberpunk.
Komm, schnell laufen mal bitte nach vorne, das sieht dann lustig aus. Nach vorne? Ja, ja, guck, ich laufe ja die ganze Zeit. Jetzt, da ich links abbiege, eine nächste Möglichkeit. Sehr gerne. Ups, da haben wir alles gut. Ah, da ist der General Store. Ich hoffe, der hat auch. Ich kann das Auto flippen, während wir fahren. Nice. Nein. Bitte nicht, danke. Juhu. Okay. So, ich guck mal, ob ich... Kommen wir jetzt hier rein irgendwo? Ja, hier ist ein Eingang, hier ist eine Tür. Du läufst da mit dem Brett einfach so stumpf rein. Ich guck mal, ob es hier verkauft. Da gibt es auch sogar... Warte. Ah ja, NPC-mäßig. Nein. Eine Woodplank, bringt uns $1. Die ist am Handy, vielleicht können wir die bescheißen irgendwie. Weißt du, ganz ehrlich, ja. Halt dir einfach die Waffe hin. Da verfahren wir mehr Sprit gerade, ey. Ja. Ja. Die Geräusche beim Springen sind aber auch unterhaltsam. Das Geländerspringen ist immer nicht. Wir kriegen wirklich nur einen einzigen Dollar für eine Holzplanke? Ey. Das ist aber echt geil. Wie kriegen wir denn für einen Baumstamm? Wie kriegen wir davon mehr? Warte mal, das können wir mal testen. Können wir hier nicht irgendwo mal kurz einen Baum fällen? Ja, geht das mit einem Revolver? Gekauft haben. Ja. Alter, was ist mit dem Baum los? Was ist mit ihm? Er ist müde. So. So. Habt ihr jetzt einen Baum? Ah ja. Mal gucken, was der Baum ist. Das ist immer hier im Umkreis von dem Shop des kompletten Waldes. Nee, Moment. Und jetzt kommt gar nichts, aber... Kann man den jetzt hier... So, steht da was mit Baum? Nee, wir haben nur die Woodplanks. Okay, also das heißt, Baumstämme kann man nicht verkaufen. Nee, die bleiben auch hier. Dann würde ich sie jetzt mal erschießen, ja? Ja, mach das mal. Ja, mach mal, ey. Erschieß sie. Ja. Wir machen okay, alle. Kopf aus Stein. Aua! Jetzt haben wir den falschen erwischt. Warte mal. Ja, komm mal hoch. Bei den schlechten Preisen, hier fällt man schon mal in den Ofen. Ach, aber guck mal, die Kugeln, die... Wir haben Einschusslöcher. Wem Matrix? Alter, die kommt aus der Matrix, genau. Ja. Oh, hier ist eine Kamera. Okay, die kann man noch nicht kaputt schießen. Ich fahr mal wieder. Ciao. Der Musik aber groß, ey. Da gibt's sogar eine Bushalte. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich später bestimmt implementiert. Da kannst du mit dem Bus hier erfahren. Du nimmst du eine Holzplanke, 20 Stück, lädst dich an den Bus rein. Vielleicht kriegst du im Nachbardorf $2 für. Uiuiui. Habt ihr jetzt wieder Munition? Bezahl mit PayPal. Warte mal, hallo, wir haben General Store minus 40. Wir haben die ganze Zeit das Ding kaputt gemacht. Wie, was? Ja. Nee, wir haben minus 40, weil wir Munition gekauft haben. Ach so, okay, boah. Ich habe gerade gedacht, okay, weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe eben gerade gegen die Satellitenschüssel oben geballert. Und dann sehe ich nur minus 30. Das Haus kaputt gemacht. Hä, aber ich habe die Kugeln gar nicht. Das macht auch nicht. $40. Hey, wir haben jetzt $40 bezahlt und wir haben die Kugeln nicht. Wir kommen die jetzt per Post irgendwie mit DHL. Ach nein, die liegen hier. Die musst du doch abholen, die liegen da. Ach so. Und übrigens, die kriegt jeder. Die kriegt jeder, ja. Nice. Ich hab jetzt auch 61. 61, ich hab 48. Ich hab auch 48. Ja, siehst du? Das ist, je nachdem, wie viele vorher schon verschossen hast. Hallo? Ey. Wir haben unser Auto kaputt. Okay, die Reifen. Schadensmodell. Auf jeden Fall kugelsicher. Ja. Ja, was siehst du der Carry auch an? Schieß auf den Tank, schieß auf den Tank. Oh, ja, was? Oh, ich geh mal an die Seite. Nichts passiert, Schein. Ich bin optimistisch, dass das nochmal eingefügt wird. Auch noch ein Radio ist drin. Ja. Das also mussten wir einbauen, das Radio. So, warte mal, wir fahren mal kurz. Genau, fahren wir. Zum General Store nochmal. Ah, nee, warte mal. Da waren wir doch gerade. Ja, nee, fahren wir, ich will was anderes ausprobieren. Okay, eine kurze Strecke. Ey, aua! Was soll denn das? Er wollte mich killen. Ja. Ich stand auf der Ladefläche, wie kannst du dich da verzielen? Es ist Marco. Alter! Mich kannst du nicht erschießen während der Fahrt. Ich bin unverwundbar. Es sieht so witzig aus, wie er einfach da drauf steht. Ihr könnt auch den Sonnenuntergang geben. Oh. Warum springt ihr? Man down. Ja, springen geht nicht.
Ich stand nur. Habt ihr es beide gleichzeitig versucht oder wurde der runtergezogen? Ich wurde runtergezogen. Ach krass. Okay. Kann ich gesprungen bin? Ja. Hm. Ich hock mich hin. Alter! Ja, warte mal. Ist da vorne Schnee? Nee, ist ein See, ne? Ja, ist ein See da. Das ist ein See. See. Da ist auch ein Wasserfall. Krass. Da können wir baden gehen im Sommer. Juhu. Erst zusammen zelten, dann zusammen im See. Damals im Ferienlager. Hier ist der, so. Hier ist der Autodealer, ne? Oh, und bei den Fahrern hier. Halt, stopp. So. Guten Tag. Also vielleicht kann man dir mit der Pistole überfallen. Hier, da sitzt also eine Frau. Natürlich geht die Tür nach außen auf. Deine Assistentin hier, die nicht. Die haben wir schon vorhin versucht. Aber wir müssen mal gucken, wie die euch anschaut, ne? Die schaut euch an. Die bewegt ihren Kopf dahin, wo ihr guckt. Stimmt. So, ich muss den Computer hier. Dieses Auto haben. Ja. Das ist die beste Beratung aller Zeiten. Hallo, ich würde gerne ein Auto kaufen. Ja, benutzt sie bei den Rechner, der vorne steht. Da könntest du nicht ein Auto kaufen. Ich habe keinen Bock, sie zu beraten gerade. Alter Schwede, der Jeep sieht aber krass aus. Ja. Also in den kleinen LKW passen 4 Schweine oder 4 Kühe. Okay. Interessant. Ist halt die Frage, wie es gehackt wird, ne? Oh, Leute! Drück mal Doppel-C. Macht er voll die Ninja-Rolle her. Oh! Geil. Was? Oh. Bam! Das ist stark. So, wow. Waffe in die Hand nehmen und jetzt Ninja-Rolle, ja. Yeah! Bam! Hat ziemlich gerade. Du kannst während der Rolle schießen. Ja, ja. Ey? Wie nice, ey. Ach, hier habe ich den anderen Typen, den habe ich gar nicht gesehen. So dunkel ist es hier. Das ist eine Frau. Nee, hier ist noch ein Typ. Ach so. Ja. So, warte mal, Appdata. Das ist ja vollautomatisch. Haut ja die 6 Schüsse an einem Stück raus. So, Range Simulator saved. Save Games? Nee, da ist Webcache? Nee. Okay, also. Ja, sieht jetzt nicht so unbedingt danach aus, als würde es sowas geben. Oh. Ich wüsste nicht mal, wo ich es eingeben kann. Ich bin ein Unfall. Also ich hätte halt sonst im Safe-Game geguckt. Ah, warte mal, öffnen. Aber es ist, glaube ich, encrypted. Also Dings. Locked. Ja. Also. Ja, mit dem Sprung die Rolle ausführen. Ich find's gut, wenn er sich dabei irgendwie 25 Mal nochmal überlegt, ob er es wirklich machen will. Wenn dann irgendwie so hinfällt. Ja, okay, ich mach's. Nein. Das sieht halt einfach, wir sind die Hühner jetzt gerade. Entweder sind wir jetzt die Hühner oder sind wir in Daisy? Ich weiß es nicht. Oh Leute, können Sie gerade. Warte mal, kann man im Spiel. Wie geht es Ihnen? Ah, oh, ja. Ich muss mal gucken, ich will mal oben aufs Dach raufkommen. Damit es für euch keinen Spoiler gibt. Nein, wir haben es nicht geschafft, auf das Dach raufzukommen. Zumindest noch nicht. Das war die zweite Folge vom Ranch Simulator hier beim Metalizer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr vom Ranch Simulator sehen möchtet, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wenn ich noch üben soll, das Wort Simulator oder Ranch Simulator richtig auszusprechen, lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich über ein Abo. Vielen Dank an die Mitspieler. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.